Hey Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Ja, willkommen wieder zurück zum SCB Verse Report. Letzte Woche musste er leider ausfallen. Das liegt alles ein bisschen daran, dass wir momentan ein wenig kranken im Team. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, es zieht sich so durch. Dozer hat's erwischt, Weezen hat's erwischt, Cecilia hat's zwischenzeitlich erwischt, mich hat es erwischt. Jetzt bin ich hier wieder mal hier alleine auf weiter Flur, weil es einfach auf der einen Seite terminlich schwierig ist, auf der anderen Seite eben tatsächlich so ist, dass das halbe Team krank ist. Was soll man machen? Egal, dafür bin ich jetzt für euch da und werde euch jetzt zumindest versuchen, die letzten beiden Wochen ein bisschen in Updates zusammenzufassen. Und damit komme ich auch direkt zu unserem Hot Topic. Wer es von euch noch nicht mitbekommen hat, der hat am Wochenende nicht auf unseren Channel geguckt. Es ist soweit, dass die Alpha 2.6.1 ist im PTU angekommen und vermutlich wird sie gar nicht mehr so lange dort bleiben. Es ist nämlich inzwischen sogar so, dass soweit ich weiß, eigentlich alle Backer Zugriff haben sollten. Das heißt, wer von euch Backer ist und es noch nicht gecheckt hat, guckt mal in eure Mails rein. Dort findet ihr dann die PTU-Einladung, solltet ihr sie zumindest finden. Könnt den Patch runterladen, ist übrigens etwa 26 GB groß und dann von da aus loslegen. Ja, testen, auch da geht's, heißt wieder in den Issue Council und gucken, was gefällt euch nicht. Und so wie es aussieht, läuft es aktuell sogar relativ stabil, sodass wir davon ausgehen können, dass vielleicht zum Ende der Woche, ich sag mal so zum 17.02. hin, der Patch dann auch live gehen kann. Ja, was bringt die Alpha 2.6.1 denn mit sich? Es ist kein großer Content-Patch, das war auch klar, das war angekündigt, dass es im Grunde genommen hier vor allem ums Bugfixing, ums Balancing geht und davon ist einiges passiert, denn insbesondere gibt es zwei Dinge, die sich sehr stark verändert haben. Und zwar auf der einen Seite, wir haben jetzt die ersten regionalen Server. Yay! Es war ja eine große Bitte, eine große Hoffnung der Citizen Community, dass das bald passiert. Und jetzt ist der erste Schritt getan. Das heißt, jetzt kann man im aktuellen PTU-Patch schon auswählen, ob man einen EU-Server will oder einen amerikanischen Server oder und so weiter und so fort. Also diese Mal ist möglich und das wirkt sich auch schon aufs Gameplay aus. Denn wer das PTU schon getestet hat, der wird merken, dass an vielen Stellen die Pings echt runtergegangen sind. Ich zum Beispiel hatte gestern bei Star Marine einen Ping von 28. Das ist im Gegensatz zu 148 vorher, ey, super. Das soll so weitergehen und auch diese Arbeit wird fortgesetzt. Das heißt, es wird jetzt versucht, über die nächste Zeit immer mehr Server hinzuzukriegen, auch diese Arbeit zu übertragen, sodass wir so hoffentlich bald in der Lage sind, möglichst lagfrei und richtig das Spiel genießen zu können. Außerdem gab es sehr, sehr große Änderungen am Flugmodell nochmal. Das ist ja, wie gesagt, kontrovers diskutiert worden. Ihr wisst selber hier, Weezen war überhaupt nicht glücklich, so wie übrigens das gesamte Fighter Command von uns. Jetzt wiederum sind sie sehr glücklich und ich weiß, dass es da draußen jetzt Leute gibt, die sagen, warum denn, was soll denn das? Wieso ist es jetzt schon wieder anders? Es wird sich noch fünfmal verändern, Leute. Das ist leider so, aber es ist tatsächlich der Punkt, dass sie die Kritik aufgenommen haben. Sie haben also sich angeguckt, was haben die Leute gesehen, was haben die Leute gemerkt, was haben die Leute kritisiert und haben den nächsten Schritt gemacht. Wie der übernächste Schritt und der überübernächste Schritt aussieht, können wir euch nicht sagen, können die euch selbst wahrscheinlich nicht sagen. Das wird man dann abwarten müssen. Aber das, was für alle wichtig ist, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr Sachen habt, wo ihr sagt, das gefällt mir so nicht oder das finde ich so besser oder das fand ich früher besser oder warum macht man das nicht so und so, gebt sie CIG. Ihr seht, sie setzen sie um, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, aber in dem Endeffekt das, was wirklich gesagt wird, das wird irgendwo ankommen und dann dementsprechend auch umgesetzt. Das ist jetzt das Wichtigste und ansonsten kann ich nur sagen, beschäftigt euch mit dem Flugmodell. Wie gesagt, Weezen ist schon ganz fleißig am Testen und wird auch dementsprechend sich bald noch ein bisschen ausführlicher dazu äußern, was er gut findet, was auch noch nicht stimmt, denn einiges funktioniert zum Beispiel noch nicht. Das Balancing stimmt noch gar nicht so richtig, das heißt, die Waffen machen nicht richtig Schaden, die Piraten, die UI, die KI spawnt nicht richtig so, wie sie soll und so weiter und so fort. Es gibt noch viele Fehler, aber das ist eben in dieser Alpha-Version so. Aktuell wird aber zumindest sehr stark dran gearbeitet und das wird auch noch für den nächsten Patch 2.6.2 so sein. Ja,
Also von daher gibt es außerdem noch ein paar weitere Änderungen in dem aktuellen Patch. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel eine Super Hornet, die überarbeitet ist. Sieht sehr schick aus. Ist wirklich ja gestreamlined worden, wenn man so will. Das Modell sieht wirklich ganz cool aus inzwischen. Und außerdem haben wir natürlich jede Menge andere Crash-Fixes, Bug-Fixes und auch Balancing-Sachen, die geändert wurden. Zum Beispiel im Star Marine gibt es jetzt hier kleine Icons für Granaten, die angezeigt werden und so weiter und so fort. Ich kann euch nur sagen, geht rein und testet das Ganze. Denn es lohnt sich, das wirklich auszuprobieren. Und wie gesagt, wenn ihr Kritik habt, äußert sie direkt im Issue Council zum Beispiel oder im Forum bei RSI. Ja, von da aus gehe ich dann mal in die Weekly Updates. Hier haben wir so ein bisschen 2 Wochen jetzt zu covern. Ich kümmere mich jetzt erstmal um Around the Verse von letzter Woche. Beziehungsweise vorletzter Woche eigentlich. Da ging es nämlich um die Musik von Squadron 42. Das ist wirklich ein cooles Update für alle Leute, die sich dafür interessieren, wie wird eigentlich so Musik für so ein Spiel gemacht. Gerade für den Singleplayer Squadron 42 ist es natürlich eine große Sache. Und der dort interviewte Musikproduzent arbeitete zum Beispiel an Filmen wie Flug der Karibik mit. Ist also tatsächlich kein unbeschriebenes Blatt. Da sagt er eben dann, dass es ganz wichtig ist, dass für ihn die Musik eine erzählende Wirkung haben soll. Das heißt, es soll nicht nur das Spiel unterstreichen, sondern soll wirklich auch den Spieler wissen lassen, wo ist er gerade, was passiert gerade um ihn herum und wie ist die Situation, wie soll die Empfindung, die Emotion auf ihn übertragen werden. Das hängt dann wiederum mit dem dynamischen Musikmodell zusammen. Das kennen wir jetzt schon seit der Alpha 2.6, dass wir, wenn wir ins Verse gehen, die Musik versucht, sich dynamisch so ein bisschen anzupassen, je nachdem, ob wir uns in einem Kampf befinden oder einfach nur in einem Rundflug. Und das Ganze soll natürlich für Squadron 42 ganz viel, ganz deutlich verfeinert werden. Also, dass es halt wirklich sehr, sehr angepasst ist an die jeweilige Situation und wir auf diese Art und Weise die Möglichkeit haben, das Ganze nochmal ordentlich zu erleben. Übrigens, eins seiner ersten Werke war die Musik zur Rede von Admiral Bishop. Wer sich an das Video erinnert, was damals, ich glaube, es war ja CitizenCon 2015, rauskam. Die Musik ist großartig. Hört nochmal in das Video rein. Die ist wirklich cool. Die ist sehr episch, sehr groß. Und ich glaube, da wird eine ganz, ganz spannende Musiksache draus. Also für alle Musikfans, die sich dafür interessieren, wie das gemacht wird, lest mal da rein. SCB hat es für euch übersetzt. Around the Verse, Musik von Squadron 42 hieß es. Dann hatten wir die nächste Folge von Around the Verse. Hier geht es dann nochmal für alle, an alle Schiffsenthusiasten, die dann wollen, wie kommt eigentlich so ein Schiff ins Spiel? Hier geht es nämlich um die Schiffspipeline. Ist übrigens extra Teil 1 betitelt. Das heißt, da wird es wohl noch mehrere Teile geben. Im ersten ging es zumindest darum, dass wir wissen, wie geht es eigentlich los? Okay, wir haben das Konzept, also vom quasi Konzept bis zur Greybox ist jetzt der erste Teil. Also wir haben das Konzept vom Concept Artist und dann geht es erstmal in die Whitebox. In der Whitebox wird quasi, ja, wenn man so will, so ein grobes Blockout gesetzt vom Schiff. Also so quasi das Schiff einmal grob konzipiert. Das kann dann auch schon ein paar Basisdinge, wie zum Beispiel fliegen. Es kann zum Beispiel auch seine Waffen abfeuern und so ein paar einfache Dinge, um einfach erstmal ein Gefühl dafür zu kriegen, okay, ist das, was der Concept Artist sich da ausgedacht hat, technisch umsetzbar? Ist es fürs Gameplay logisch? Ist das Schiff vom Feel her richtig so, wie es auch vom Artist ursprünglich angelegt wurde? Und was sind da in Endeffekt Dinge, die verändert werden müssen? Das geht dann über in die Greybox-Phase und hier in der Greybox-Phase wird dann wirklich die Art Geometry, wie sie es nennen, also die Kunstgeometrie, wenn man so will, also die künstlerische Design mit eingefügt. Hier kommen dann erste Animationen mit rein, wie zum Beispiel auch Cockpit-Animationen, Ein- und Ausstiegsanimationen, das Fahrwerk, was sich ein- und ausfährt. Das sind alles weitere Schritte, die über die Greybox dazukommen. Und hier kommen dann vor allem die Tech-Designer mit ins Spiel, die sich das Ganze dann nochmal genauer angucken und sagen, okay, also hier stimmt das Größenverhältnis vor allem noch nicht. Hier müssen wir gucken, dass wir das Schiff balancen im Gegensatz zu anderen Schiffen seiner Größenklasse und so weiter und so fort. Sehr, sehr spannender Designablauf. Und was sie auf jeden Fall betonen ist, dass sie, als sie mit Star Citizen angefangen haben, also tatsächlich noch 2014 schon, das ist ja gerade mal 2,5 Jahre, 3 Jahre her, dass sie da angefangen haben mit einem Outsourcing an Schiffsdesigner, die dann irgendwas erstellt haben. Dann haben wiederum andere Firmen noch diese Schiffe umgesetzt. Das wurde dann wieder umgerechnet, umgebaut von CIG, damit es ins Spiel passt. All das ist inzwischen passé. Sie haben es jetzt alles
in einer klaren Pipeline und sie sind jetzt immer schneller, um die Schiffe auch wirklich dann vom Konzept recht schnell ins Spiel zu bringen. Und man merkt es ja auch, gerade letztes Jahr hat man gemerkt, es ging da ziemlich fix, die Schiffe wie zum Beispiel die Saber, die angekündigt wurde und ein paar Monate später schon dann im Spiel zu spielen war und fliegbar und entsprechend erlebbar war. Das merkt man, dass die Pipeline sich jetzt auf jeden Fall deutlich verbessert und verschnellert. Und ja, das kann uns nur hoffen lassen, dass es auch mit älteren Schiffen da so ist. Wir haben zum Beispiel andeutungsweise ja gehört, dass sie schon an der Reclaimer arbeiten, die ja jetzt seit langem schon draußen ist, aber jetzt wirklich ihre Zuneigung bekommt, die sie braucht, um vielleicht bald ins Spiel zu kommen. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, in welchen Patch und welche Timeline und ob das mit der 3.0 vielleicht schon so ist, aber das werden wir sehen. Dies nur nebenbei. Weiter gab es da auch noch mehr Updates in Around the Verse, und zwar ging es da zum Beispiel um den Kiosk, also quasi den Shopping-Laden, wenn man so möchte. Hier geht es vor allem erstmal um ein Interface, was gemacht wurde. Dieses Dokument dafür ist jetzt fertig und jetzt wartet es quasi darauf, in die Timeline zu kommen. Das heißt, um zu gucken, wann kann dieser Kiosk wirklich implementiert werden, was man damit machen kann. Also ich nehme mal das Beispiel, was Sie genannt haben, das Dumpers Depot, dass man dort zum Beispiel Komponenten und Waffen und so ein Kram alles kaufen kann. Das Interface ist wohl fertig. Sie sind soweit auch sehr, sehr weit in der Fortentwicklung mit insgesamt dem User Interface, sodass es schon funktioniert und dass es jetzt ausgiebig getestet wird und mit der Timeline dann eben ins Spiel kommen soll. Bin mal gespannt, wann das passieren wird. Ich würde ja mal so tippen, dass das ein ganz großer Punkt für die Alpha 3.0 wird. Ja, von da aus gehen wir dann weiter zu den Happy Hour Livestreams. Da hatten wir jetzt zwei, die wir covern können. Ich fasse euch einfach nur so ein bisschen zusammen, was wir an Inhalten hatten. Wer das detailliert alles nachlesen will, genauso wie Around the Verse natürlich vorher, kann das bei SCB alles tun. Die Artikel findet ihr wie immer hier mit verlinkt und dementsprechend geht es dann weiter mit der Happy Hour. Auch dort könnt ihr das nachlesen. Dort war insbesondere interessant, dass also jetzt bestätigt ist, der nächste Concept Sale, der kommen wird, wird die Hurricane sein. Das ist ursprünglich ein Schiff von Anvil gewesen. Um genau zu sein, ist es sogar ein Jäger. Wir werden uns das mal genauer angucken, wenn es dann da ist. Ich weiß jetzt nicht, sie haben auch nicht weiter gesagt, ob sie noch bei Anvil ist, ob es noch das gleiche Design-Idee ist dazu. Keine Ahnung, wir haben auch noch keine Bilder dazu, werden wir uns überraschen lassen müssen. Außerdem ging es dort darum, um die Frage, ob es auch unentdeckte Alienrassen geben wird. Und da sagen sie, ja, welche das sind oder wie sie heißen, das werden sie uns aber nicht verraten, weil sonst wären sie ja nicht unentdeckt. Ja, also dementsprechend soll es Alienrassen geben im Spiel, die eben noch nicht bekannt sind. Könnte zumindest sein, dass man so etwas entdeckt. Sie haben sich dazu jetzt nicht weiter geäußert, ob das wirklich auch intelligente Alienrassen sind, aber es ist andeutungsweise rauszuhören, denn aus einem weiteren Kommentar gab es zu entnehmen, dass es natürlich auch Alien-Spezies geben wird, Tiere und entsprechende Viecher, sage ich jetzt mal, oder Biester, die dann auf jeden Fall dabei sein werden, und ich könnte mir durchaus den ein oder anderen bösen Xenomorph so aller Alien vorstellen, und damit meine ich jetzt die Alien-Franchise. Ja, also von daher haben sie noch ausgeführt weiter, dass in der Interaktion mit Alien-Rassen wird es eben so sein, dass sie keinem Spieler, der jetzt nicht die Zeit hat, sich ausgiebig mit der Xian-Kultur und deren Sprache zu beschäftigen, in irgendeiner Form einen Nachteil draus drehen wollen, einen Strick draus drehen wollen. Nein, man wird gute Möglichkeiten haben, auch ohne dass man die Sprache kann, nur über den Mobiglas-Übersetzer mit denen zu interagieren, hat Handel zu treiben und entsprechend sich auch mit dieser Rasse ein bisschen firm zu machen und auf jeden Fall Gameplay zu erleben. Die Leute, die das aber machen möchten, die unbedingt gerne sie in so eine Kultur eintauchen möchten, die können das tun. Es wird die Möglichkeit geben und sie werden so ausentwickelt sein, dass man relativ tief eindringen kann in so eine Alien-Kultur, zum Beispiel der Xian oder der Banu, und dann wird man eben die Möglichkeit haben, Geheimnisse zu erfahren, bestimmte Missionen diesbezüglich ganz spezifisch daraus auszuführen, die dann vielleicht eine schöne Story haben, die dann auch vielleicht das ein oder andere kleine Perk oder den ein oder anderen kleinen Gewinn mit sich bringen, aber die jetzt kein
ultra großen Vorteil bieten gegenüber den Leuten, die einfach nur direkt mit diesen Spezies, ohne jetzt weiter in die Kultur einzudringen, kommunizieren und interagieren möchten. Ja, abschließend kann man noch sagen, Missionen in der Alpha 3.0. Es wird also dort mehrere Missionsgeber geben, nicht nur Miles Eckhart, wie wir ihn jetzt aus der Demo kennen, sondern es wird sehr viel verschiedene Missionen geben. Es wird ein dynamisches Missionskonzept geben, dort erstmalig. Das heißt, dass Missionen dann auch entsprechend erstellt und wieder weggenommen werden, je nachdem, wo man sich wie befindet, was man vorher wie gemacht hat. Und unter Umständen kann das auch schon abhängig sein vom ersten Rufsystem. Auch das ist für die Alpha 3.0 vorgesehen, allerdings momentan noch ohne Gewehr. Also von daher müssen wir uns da dann überraschen lassen. Aber die Missionen in der 3.0 sollen schon sehr ausführlich sein. Weniger dieses Spiel gut und böse, schwarz und weiß, sondern es wird immer so sich ein bisschen im grauen Rahmen aufhalten. Das heißt, immer so ein bisschen gucken, wo tendiert denn jetzt die nächste Mission hin? Da musst du ja dann aufpassen. Gut, das waren die Happy Hour Updates, die ich jetzt noch so hatte. Jetzt habe ich noch was für alle Valentine's Day Freaks da draußen. Gestern war ja der Valentine's Day und also Valentinstag. Und dazu ist dann ein Sale gestartet bei Cloud Imperium Games unter dem Titel We Love oder I Love Star Citizen. Und außerdem, was vielleicht wirklich interessant ist, ein Conny Free Flight ist da. Also Constellation Andromeda gibt es jetzt aktuell kostenlos zu testen und für alle Backer verfügbar, wenn ihr einen Code eingebt. Also zum Sale zunächst, die Origin 85X ist drin, die Starfarer Gemini ist drin und, was vielleicht am spannendsten ist für viele Leute, die Battlefield Upgrade Kits von der Vanguard sind da. Das heißt, die sind jetzt erstmals seit dem Concept Sale wieder im Sale. Das heißt, wer damals keins erwischt hat und unbedingt noch welche haben wollte, jetzt kriegt er sie gerade wieder und zwar bis zum 28.02., also bis zum Ende diesen Monats, läuft dieser Sale. Dort könnt ihr auf der RSI-Seite diese ganzen Battlefield Upgrade Kits oder eben die Schiffe nochmal erwerben und genauere Informationen erhaltet ihr wie immer in dem Artikel von SCB dazu. Außerdem, wie gesagt, ein Constellation Andromeda Free Flight steht an. Dafür müsst ihr einen Code eingeben, den findet ihr ebenfalls im SCB-Artikel und das gilt bis Sonntag, das heißt bis 20.02. könnt ihr also, kann jeder von euch, der diesen Code eingibt das entsprechend seinen Count damit updatet, kann dann eine Conny fliegen und testen und ich kann euch nur sagen, macht es mal, ist ein schönes Schiff, wie gesagt, eins meiner Lieblingsschiffe und mein erster Pledge für Star Citizen gewesen. Lang, lang ist's her. Anyway, wir haben noch weitere Ankündigungen und zwar haben wir kommenden Donnerstag, das heißt schon morgen, ist unser Livestream wieder. Letztes Mal musste er ja leider auch aus Krankheitsgründen ausfallen. Jetzt bin ich aber wieder für euch da, denn am Donnerstag, das ist dann der 16.02., 20.15 Uhr geht es dann wieder live hier bei uns los im Livestream auf Twitch Crash Academy Let's Crash. Da werden wir uns dann mal angucken, was so war, was gewesen ist, was so kommen wird. Und das ein oder andere Gewinnspiel haben wir natürlich auch wieder für euch. Außerdem haben wir natürlich wieder unsere Videos. Wer aufmerksam geguckt hat, am Samstag kam dann von Dozer und Weezen gecovert der PTU-Release von 2.6.1. Dort hat man die beiden schon mal ein bisschen testen sehen, sich schon mal ein bisschen im Verse bewegen sehen und haben so ein bisschen geguckt, was ist neu, was hat sich verändert und vor allem hat man gemerkt, wie Weezen aus seinem Winterschlaf erwacht ist, denn wie gesagt, mit dem neuen Flugmodell kann er jetzt sehr viel anfangen und da ist er wie gesagt jetzt auch weiter bei, das ordentlich zu testen. Dazu muss man allerdings sagen, dass es da gerade so ein bisschen einen Bottleneck, wie man so schön sagt, einen Flaschenhals bei uns gibt. Denn bei uns ist es ein bisschen so, dass wir mit den Rechnern sehr aufpassen müssen. Die sind so ein bisschen in die Jahre gekommen langsam und gerade aktuell Weezens Rechner ist es so, dass er kaum mehr richtig aufnehmen kann. Das heißt, wir werden jetzt über die nächste Zeit versuchen, diese teureren Modelle abzudaten und unsere Rechner ein bisschen up-to-date zu bringen, um wieder die richtige volle Qualität zu liefern. Deshalb zum Beispiel war er im letzten Video auch nicht zu sehen oder ist dann relativ selten in der Facecam drin, weil es einfach momentan nicht funktioniert. Und dementsprechend müssen wir euch ein bisschen um Geduld bitten. Es kann ein bisschen die Let's Plays und Ähnliches beeinträchtigen. Und andererseits ist es so, dass wir uns auch gesagt haben, ach was soll's, wir packen auch hin und wieder mal andere Let's Plays auf den Channel, die jetzt nichts mit Star Citizen zu tun haben. Dreadnought zum Beispiel machen wir. Wir haben auch mal Left 4 Dead ein paar Folgen gemacht. Da geht's einfach nur darum, dass wir ja auch außerhalb von Star Citizen andere Sachen
Sachen zocken und wir uns gesagt haben, Mensch, dann können wir die Maschine mitlaufen lassen, zumal gerade bei diesen Let's Plays funktionieren die Rechner eigentlich alle sonderlich sehr, sehr gut und können das Ganze noch besser darstellen als bei dem noch nicht optimierten Star Citizen gerade. Das ist so ein bisschen so ein Ausgleich. Wir werden aber natürlich über die nächste Zeit auch versuchen und dank unserer Unterstützer bei Patreon auch schaffen, dass wir unsere Rechner Stück für Stück updaten und dementsprechend immer, die immer bessere Qualität liefern können. Also von daher vielen Dank für eure Geduld und Verzeihung, wenn es manchmal ein bisschen stockt, aber so ist es gerade aktuell. Das können wir leider noch nicht so richtig ändern. Gut, in diesem Sinne, ja, das war's mit dem SCB Verse Report für diese Woche. Ich hoffe, nächste Woche bin ich wieder mit mehr Leuten unterwegs hier. Ich hoffe, wünsche all meinen Kollegen da draußen und natürlich allen anderen Zuschauern, denen es gerade ähnlich geht, gute Besserung. Pflegt euch, macht's euch nett und ich hoffe, dass wir alle den Winter bald hinter uns haben und dann in ein spannendes Restjahr gucken, beziehungsweise Frühjahr und dann Sommer von Star Citizen und hoffe, dass wir da viele, viele Updates kriegen. Ansonsten, wenn ihr weiter Updates haben wollt zu Star Citizen, dann bleibt doch hier dran, abonniert unseren Channel, das würde uns sehr, sehr freuen. Liked oder disliked die Episode, je nachdem, wie ihr sie gefunden habt. Schreibt uns ein paar nette Kommentare rein und natürlich, wenn ihr uns unterstützen wollt, auch gerade in unserer Arbeit mit den neuen Rechnern, dann geht doch mal auf unser Patreon-Profil, das würde uns sehr, sehr freuen. Vielleicht ist da was dabei, was euch interessiert. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, verabschiede ich mich mit einem See you on the flight deck, Sawyer out.